Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Meine Norwegen-Reise ist noch nicht verblasst, schon gar nicht vergessen. Da ruft mich ein prognostiziertes Spitzenwetter in Südeuropa wieder ins Cockpit. Es steht noch ein weiteres Ziel auf der Agenda 2021, das schon einmal verschoben werden musste und das zu besuchen ich unbedingt auch noch die Absicht habe. Ich will ein vor langer Zeit mit meinem Freund Michael verabredetes Zeitfenster nutzen, um ein paar Tage in Porto Roche, Slowenien und der näheren Umgebung zu verbringen. Leider hat niemand unserer sonstigen Co-Piloten eine Chance, mit uns so kurzfristig auf die Reise zu gehen. Aber verzichten wollen wir auf diesen Flug auf gar keinen Fall. Also treffen sich heute Morgen zwei Piloten in zwei Flugzeugen über dem Laacher See und wollen versuchen, noch heute nach Porto Roche zu kommen. Dieser blaue Track ist wie immer unsere tatsächlich geflogene Route und zeigt den Verlauf aus der Eifel bis hinunter auf die kroatische Insel Brač. Dieses erste Video meiner Slowenien-Kroatien-Reihe dokumentiert unsere Anreise nach Trento, Italien, die wettertechnisch recht anspruchsvoll war. Schon das erste Ziel, wir hatten uns Jesenwang als Stopp ausgesucht, hätten wir fast nicht erreicht. Und auch das zweite Leck, wir wollen über Kochel-Walchensee und Seefeld-Innsbruck über den Brenner nach Trient fliegen, sollte wettertechnisch schwierig werden. Schaffen wir aber den Brenner, sind wir südlich der Alpen. Dort ist hervorragendes Wetter. Und dann schaffen wir es auch noch am selben Tag bis nach Porto Roche. Aber ob uns der Brenner durchlässt, das steht heute Morgen um 10 Uhr komplett in den Sternen. Denn diesem Vorhaben stehen heute Morgen in Richtung Süden etliche Schlechtwettergebiete und tiefe Wolken entgegen. So schlecht und so tief, dass wir keineswegs optimistisch sind, es auch heute noch zu schaffen. Eher rechnen wir damit, irgendwo zu stranden. Denn eines machen wir ganz sicher nicht: mit dem Messer zwischen den Zähnen bedingungslos weiterfliegen. Wir starten, wie man sieht, bei blauem Himmel, aber schon in Koblenz hängen die Wolken so unglücklich, dass wir hier bereits Slalom fliegen müssen. Delta Mike Echo, Mike Zulu, Langen. Delta Mike Echo, Mike Zulu hört. Ja, sehen Sie die Delta Tango Zulu vor sich? In 500 Meter Abstand klar und deutlich. Ja, super. Auch was die Flughöhe angeht, gehen wir an die Grenzen des Möglichen und Erlaubten. Die Sicht ist mit mehr als 5 Kilometern ganz gut und solange das erfüllt ist, fliegen wir erst einmal weiter. Der Odenwald, der als nächstes kommt, ist allerdings tabu. Keine Chance, dort zu fliegen. Die Wolken hängen in den Bäumen und wachsen gleichzeitig in größere Höhen. Wir müssen also erst einmal an Mannheim und Heidelberg vorbei und Südkurs fliegen anstatt Südost. Erst ab der Höhe Speyer lassen die Wolken wieder eine Kursänderung Richtung Südosten zu. Der Schwäbische Wald zwischen Heilbronn und Ulm erscheint allerdings unüberwindbar. Hier kommen nun zum ersten Mal große Zweifel auf, dass wir es bis Jesenwang schaffen können. Was also tun? Während wir über Göppingen zunächst weiter Richtung Süden fliegen, besprechen wir unsere Optionen. Zum Glück haben wir in dieser geringen Höhe guten Internetempfang und können uns von den größeren Flughäfen der Umgebung das aktuelle Wetter holen. Als da wären Stuttgart, Schwäbisch Hall, Laupheim, Lechfeld, Augsburg und Oberpfaffenhofen. Stuttgart meldet weiterhin VFR-Bedingungen und keiner dieser Flughäfen meldet IMC, also Wetterbedingungen für Instrumentenflug. Und zum Teil sind diese Meldungen nur 5 Minuten alt. Auf diese Weise lässt sich zumindest ein ganz gutes Gesamtbild der Region zeichnen. Was aber selbstverständlich nicht heißt, dass es auch lokal überall fliegbar ist.
Jeder VFR-Pilot hat ja so seine eigenen Wettergrenzen, innerhalb derer er noch fliegt oder eben nicht. Für mich ist es in solchen Situationen wichtig, dass ich einen Notausgang habe. Im Moment befindet sich dieser Notausgang im Westen. Denn in dieser Richtung sieht es ganz gut aus. Die Sicht beträgt über 10 Kilometer und auch die Wolken hängen nicht ganz so tief wie über den Bergen. Sollte es also richtig eng werden, dann landen wir eben in Stuttgart. Der Airport ist nur gut 10 Minuten entfernt. Außerdem sind wir nicht die einzigen Flieger hier in der Gegend. Der FIS-Controller hat noch mehrere Flugzeuge auf dem Radar, die er unterstützt und berät. Und auch wir nehmen nun seine konkrete Hilfe in Anspruch und bitten ihn, mal am Flugplatz Jesenbank anzurufen und sich für uns zu erkundigen, wie dort das Wetter ist. Die Antwort ist überraschend und hinterlässt in beiden Cockpits frohe Erwartungen. Wir könnten, es ist ja nicht so viel Verkehr, den FIS-Lotsen mal fragen, ob er mal in Jesenbank anruft, wie da überhaupt die Verhältnisse sind. Ja, da kann ich ihn mal eben bitten. Michael, Tango Zulu von der Formation. Ist es möglich, dass Sie in Jesenwang mal nachhören, ob dort eine Landung möglich ist? Wir sind gerade etwas südlich von Stuttgart und hier sind die Wolken ziemlich hoch und wenig löchrig. Welchen Platz meinen Sie genau? Das ist Echo Delta Mike Juliet. Ja, okay. Also, ja, Tango Zulu, Sie haben auch tatsächlich ein 10 Meilen tiefes Niederschlagsgebiet auf Ihrer Ostseite. Das ist aber dann später wieder besser. Ich rufe aber trotzdem mal an. Gut, vielen Dank. Nee, Delta Tango Zulu, in Jesenwang ist strahlender Sonnenschein. Tango Zulu, vielen Dank für die Information. Ja. Okay, also gut. Dann fliegen wir eben noch etwas weiter und versuchen doch einen Weg nach Jesenbank zu finden. Die Schwäbische Alb lässt uns wieder erwarten durch und ab dem Donautal, etwa bei Ulm, teilt sich die Wolkendecke auf in eine ganz tiefe und eine sehr hohe Schicht. Und dazwischen lässt es sich sehr komfortabel fliegen. Und dann sind es plötzlich nur noch 10 Minuten bis zum Flugplatz. Nun heißt es, sich eines der vielen Löcher auszusuchen, durch das wir bequem absteigen können. Wir melden uns beim Fluginformationsdienst ab, bedanken uns für den Support, rufen den Jesenwanger Turm und landen. Mike Zulu, willkommen in Jesenwang. Bleibt ihr länger am Platz? Wir wollen eigentlich weiter, also Mike Zulu, Tango Zulu nach Italien. Wir müssen aber erstmal mit Innsbruck sprechen, ob es da überhaupt ein Durchkommen gibt. Und insofern erstmal eine Stunde und dann eventuell länger. Geh jetzt nach rechts. Hinter die Cessna. Nur zwischen Cessna und Motorsegler rückwärts reinschieben, bitte. Wunderbar. Während eines kleinen Frühstücks bei der netten Gastwirtin hier am Platz besprechen wir unser weiteres Vorgehen. Wir checken ein weiteres Mal das Wetter auf unserer Route, telefonieren mit Innsbruck und definieren auch unseren Plan B für den Fall, dass uns der direkte Weg über Kochel-Walchensee sowie Seefeld versperrt bleiben sollte. Versuchen wollen wir den direkten Weg aber auf jeden Fall. Der Türmer ist so nett und öffnet unsere beiden Flugpläne. Normalerweise würden wir als Formation mit einem Flugplan fliegen, aber seit ich in Venedig mal vom italienischen AIC angerufen und gebeten wurde, mit zwei Flugzeugen doch bitte auch zwei Flugpläne zu feilen, machen wir das natürlich auch. In Frankreich hingegen ist es mir vor 3 Jahren genau andersherum ergangen. Dort möchte man gern für Formationen nur einen Flugplan.
Wenn also die verschiedenen Länder das so haben möchten, bitteschön, dann machen wir das selbstverständlich auch. Wie geht's nun weiter? Bis zum Kochel-Walchensee kommen wir auf jeden Fall. Dort beginnen allerdings die Berge und wir müssen uns von einem zum nächsten Tal vortasten. Dabei müssen wir natürlich aufpassen, dass sich, im Falle einer Umkehr, das Tal hinter uns nicht schließt. Außerdem muss auch immer Platz genug sein für eine 180-Grad-Umkehrkurve. Aber letzteres ist auf jeden Fall gegeben. Über Innsbruck und Seefeld-Tirol bin ich schon oft geflogen. Hier ist relativ viel Platz. Sollten uns Wetter und Wolken nicht durchlassen, dann nehmen wir unseren Plan B zur Hand. In diesem Fall drehen wir um, fliegen am Nordrand der Alpen an Bad Tölz vorbei und drehen von Norden in das Inntal hinein. Das ist, jedenfalls laut Innsbruck Tower, frei von tiefen Wolken. Aber zunächst sieht das ganz gut aus. Den österreichischen FIS Wien Information rufen wir zunächst einmal nicht, so haben wir mehr Zeit, uns zwischen den Flugzeugen auszutauschen und gemeinsam die Entscheidungen zu treffen. Könnte klappen, das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Jetzt können wir gleich um die Ecke gucken. Ja, man konnte ja vorher hier auch schon recht reinschauen. Ich glaube auch, dass das gut ist. Sonst ruft doch mal Salzburg, dann könnte man ja mal fragen, ob da heute noch einer gekommen ist über die Seite. Ja, bin unsicher, ob wir die hier schon kriegen. Innsbruck meinst du sicher? Aber wenn ich jetzt in das Tal reinschaue, das sieht ganz gut aus erstmal. Ich fliege erstmal weiter. Okay. Geh noch mal ein bisschen höher, vielleicht so auf 6,5 oder so, in der Hoffnung, dass wir den Innsbrucker früher kriegen. Jo. Aber wir müssen ja jetzt erstmal ein Stück nach rechts und dann quasi links über den Kamm und da ist ja schon alles zu. Ja, wenn wir Pech haben, ist das dazu. Aber das hier ist so weit, dass ich mich jetzt traue, da erstmal hinzufliegen und dann anzuschauen. Dann verfolge ich dich unauffällig. Ich probiere mal Innsbruck zu rufen. Mal gucken, ob die schon hören. Jo. Innsbruck Turm, schönen guten Tag. Delta Mike Echo, Mike Zulu. Mike Zulu, da muss man die gewünschte Höhe. Wenn ich frage, sieht das gut aus. Ja, das müsste gehen. Gestottert habe ich den Innsbrucker schon gehört, aber noch nicht klar. Ich warte jetzt noch bis November 2. Mike, your destination via MOC-T3, Hotel Departure Route, Climb Flight Level 120, Squawk 5225. Turm, schönen guten Tag. Delta Mike Echo Mike Zulu. Mike Zulu, bitte warten Sie kurz. Delta India Tango, Mike, der Departure Route ist MOC-T3 Hotel, Mike Oscar Golf Tango India 3 Hotel. Delta Mike Echo, Mike Zulu kommen. Delta Mike Echo Mike Zulu, wir sind eine Formation von 2 UL, Delta Mike Echo Mike Zulu und Delta Mike Golf Tango Solo, jeweils eine Person, VFR mit Flugplan von Echo Delta Mike Juliet nach Trento, Lima, India, Delta Tango. Derzeitige Position ist November 2 in 6800 Fuß. Wir erbitten Durchflug durch die Kontrollzone via Transitroute nach Sierra und Brenner.
Delta Mike Zulu Formation, Sie können Richtung Sierra und Brenner fliegen. QNH 1020, bleiben Sie in 7000 Fuß. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, wir fliegen durch die Kontrollzone 7000 Fuß bis entlang der Transitroute bis zur Sierra. QNH 1020. Und das QNH ist 1020, Delta Mike Zulu Formation. Delta Mike Echo Mike Zulu, Sie bleiben in Formation, ist es richtig? Delta Mike Echo Mike Zulu, positiv, das ist richtig. Verstanden, dann kann die Delta Mike Golf Tango Zulu den Transponder ausschalten, bitte. Delta Mike Zulu Formation, Roger. Ja, Tango Mike Mike ist ready for taxi. An intersection departure Bravo is also sufficient. Delta Mike Mike, Roger, line up runway 26, right, taxi over Bravo. Bravo lining up on with 26 today. Anything with Mike? Delta Mike Mike, confirm ready for departure. Come on, Mike, affirm. Delta Mike Mike, Roger, wind calm, runway 26, clear for takeoff. 6 to takeoff, Mike Mike. Delta Mike Zulu, Sie können auch sinken oder steigen, sofern es bezüglich den Wolken erforderlich ist. Delta Mike Zulu, Formation, das ist super, dankeschön. Delta Mike Mike, contact radar 119.275, servus. 9.275, Mike Mike, danke, tschau, bis bald. Delta Mike Echo Mike, Zulu Formation, Position Sierra 7000, nächste Meldung Brenner, das sieht aber sehr gut aus hier. Mike Zulu. Hello, this is India, Papa Echo Bravo, it's a helicopter. India, Papa Echo Bravo, X-ray, servus. This is rescue helicopter from Brixen, inbound Innsbruck Hospital, reaching Brenner, 5,000 feet, proceeding via Sierra. Cosa is India, Papa Echo Bravo, X-ray, confirm? We confirm, India, Papa Echo Bravo, X-ray. So continue inbound Sierra, the QNH 1020, second altitude. 1020, we are maintaining 5,000 feet on the latest QNH. Sure. Wir haben jetzt hier einen Hubschrauber, glaube ich. Pelikan 2. Ah ja, jetzt sehe ich ihn auch. Wunderbar, der ist sofort durch. Herr Mike Zulu, bleiben Sie in 7000 Fuß? Delta Mike Zulu, vorerst ja, wir haben aber den Heli in Sicht. Delta Mark, Echo Mark, Zulu, Formation, Position, Brenner 7200. Er bitte dann verlassen der Frequenz. Zulu, Sie können meine Frequenz verlassen. Wiederhören. Delta Mark, Zulu, Formation, verlässt die Frequenz. Danke für den Durchflug. Tschüss. Del campo in attesa per la posizione. Back, back, Delta 4303, Bolzano, mi conferma posizione quota. Sul piano di San Genesio. A 1450 metri. Traffico elicottero e mi fa decollo dall'ospedale per Q. Traffico Delta 03. Zulu copiato? Copiato il tutto. Posso. Lato sud del ponte del 6 in salita. Nachdem wir den Brenner hinter uns gelassen haben, scheint plötzlich die Sonne und wir brauchen nicht mehr dem Eisacktal über Brixen und Bozen zu folgen, sondern können direkt Kurs auf den Airport Trento nehmen. Mattarello Tower, good day, Delta Mike, Echo Mike, Zulu. Delta Mike, Zulu, Trento.
Delta Mike, Echo Mike, Zulu, how do you read? 5-5. Very good. Delta Mike, Echo Mike, Zulu. We are a formation of two Microlite aircraft, VFR, with flight plan from Echo Delta Mike Juliet. Current position is 1 mile northeast of reporting point November 1, Levis. And for landing, please. The other aircraft is Delta Mike Golf Tango Zulu, close behind me. Delta Mike Zulu, roger, for runway 18, wind is calm, QNH 1016, report November 1 point. Delta Mike Echo Mike Zulu, formation, QNH is 1016, next report November 1, and runway is 18. Correct. Delta Mike Zulu, report on long final, runway 18. Delta Mike Zulu, next report, final 1-8, long final 1-8. That's correct, and inform you traffic Alpha Sierra 50 maintaining the CT to 1,500 feet to ground. Delta Mike Zulu, Echo. Delta Mike Zulu, report miles from touchdown. Delta Mike Zulu, didn't copy that, say again please. Miles from touchdown, distance. Oh, right now distance to touchdown, 3 miles. Roger. Copiato, guarda 6, io decollo 1-8 lato sinistro. Copiato, decollo a discrezione, vento calmo. Discrezione, dopo bravo. Delta Mike Zulu just passing reporting point November 2, runway inside and established on long final 1-8. Roger, not inside, report on short final. Delta Mike Zulu, next report short final 1-8. Vento India Sally Hotel 01 3000 feet. Leider hat meine GoPro mal wieder kurz vor dem Aufsetzen den Geist aufgegeben. Vermutlich hatte sich wieder mal das Kabel für die Stromversorgung gelockert. Nun ja, eine Stunde bleiben wir jedenfalls hier am Platz, dann geht's weiter nach Porto Roche.